Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Unilever-Aktie an. Mal schauen, wie der Umsatz im Jahr 2021 aussieht. Sie zahlen ja schon ewig lang Dividende, fast 40 Jahre, sogar drüber hinaus. Wo liegt aktuell der faire Wert der Unilever-Aktie? Und wo ist das Eigenkapital aktuell pro Aktie? Das werden wir dann an den Bilanzdaten genauer anschauen in meiner Präsentation der Bilanzen. Die Unilever-Aktie ist im Konsumstäblersektor tätig, also Konsumgüterhersteller. Hier sehen wir den Google Finance-Ticker. Hier das Gründungsjahr 1929 und aktuell haben sie 150.000 Mitarbeiter. Hier seht ihr die ISIN und die Anschrift in London, United Kingdom. Hier sind wir in der Balance Sheet, Liability-Seite, also in der Basse der Bilanz. Vom Jahr 2016 bis 2021er Jahresschlussbilanz. Wir sehen hier die kurzen Verbindlichkeiten, hier die langen Verbindlichkeiten und hier die Gesamtverschuldung. Wir sehen, dass die langen Verbindlichkeiten um 18% höher sind wie im Jahr 2017 und die kurzen 5% höher sind wie im Jahr 2017 und die Gesamtverschuldung ungefähr 20% höher liegt wie im Jahr 2017. Und wir liegen auch aktuell mit der Gesamtverschuldung im Jahr 2021 am höchsten Wert, bei knapp 58 Milliarden Euro. Und mal schauen, wie das Jahr 2022 aussieht, wenn eine Übernahme geplant ist. Das Eigenkapital sehen wir hier. Und wir sehen, dass das Eigenkapital in diesen 5 Jahren um knapp 28% höher liegt aktuell im Jahr 2021 wie im Jahr 2017. Was auf alle Fälle sehr positiv ist. Den tiefsten Wert hatten wir sogar im Jahr 2018 und Unilever hat sich bis dort jedes Jahr das Eigenkapital nach oben gewirtschaftet, was auf alle Fälle sehr gut ist, denn die Eigenkapitalerhöhung ist höher wie die Gesamtverschuldungssteigerung in den letzten 5 Jahren. Hier sehen wir die Bilanzsumme. Die Bilanzsumme hat sich um 21% erhöht. Der größte Anteil ist auf alle Fälle die Gesamtverschuldung, aber auch ein großer Anteil ist das Eigenkapital. Hier sehen wir die aufstehenden Aktien, die haben sich um 6,5% reduziert. Werden wahrscheinlich Aktienrückkaufprogramme gestartet haben. Hier sind wir in der Cash-to-Deep-Seite, also Bargeld zur Verschuldung. Wir sehen hier die langen Verbindlichkeiten, also Long-Term-Debt, das Bargeld in der Bilanz auf der Aktivseite und das Verhältnis zu den langen Verbindlichkeiten mit dem Bargeld. Wir sehen, dass im Jahr 2017 der Faktor bei 5,7 liegt aktuell und aktuell 21 bei 6,3. Das heißt, die Langfristigkeiten haben sich erhöht. Das Bargeld läuft ungefähr seitwärts. Den höchsten Bargeldbestand hatten wir sogar im Jahr 2020 und den zweithöchsten im Jahr 2019. Hier sehen wir die Gesamtverschuldung gegenüber dem Bargeldbestand und das Verhältnis. Das Verhältnis war im Jahr 2017 bei 15,34 und aktuell liegen wir bei 17,12. Auf alle Fälle hat sich ja die Gesamtverschuldung erhöht. Wir haben auch aktuell 21 den höchsten Wert. Der Bargeldbestand lief ja fast seitwärts in diesen 5 Jahren. Den höchsten Wert hatten wir ja, wie vorher besprochen, im Jahr 2020 und 2019. Hier sind wir im Monatsstart. Mal schauen, was der uns aktuell mitteilt. Wir sehen im Monatsstart hier eine schöne Aufwärtsbewegung. Hier eine schöne Korrektur, ein Versuch, die Aufwärtsbewegung weiter zu starten, ging aber nicht. Wir haben hier ungefähr eine kleine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Bruch der Nackenlinie wurde vollzogen mit diesem Durchbruch. Wir gingen wieder hoch, aber wir sehen auch, dass dieser kleine Durchschnitt nicht überschritten wurde. Und jetzt liegen wir bei der Unterstützungszone von 3.428 Great British Pence. Die nächste Widerstandszone ist 3.771 Great British Pence. Mal schauen, ob wir dort rüberkommen. Wichtig ist, dass wir diesen Boden nicht mehr unterschreiten. Wenn wir drunter gehen, dann haben wir das nächste Ziel, die 3.084 Great British Pence, wo diese Linie eine Unterstützungszone war im Jahr 2016. Positiv würde es erst werden, wenn wir einen Höchstkurs machen, also über diesen Höchstkurs hinaus. Dann eine Korrektur, kein neues Tief. Positiv wäre, wenn wir sogar über die 3771 bleiben und dann wieder auf die 4114 gehen und sogar höher gehen auf diesen Höchstkurs hier.
Und dann wieder runter gehen auf die 4114 und dann wieder hoch auf die 4460. Sollte das Szenario nicht kommen und wir werden in dieser Range bleiben, dann könnten wir auch seitwärts laufen. Und gehen wir runter, dann sehe ich Kurse bei 3084 Great British Pence. Aktuell ist die Unilever kein Kauf. Hier sind wir im Share des Equity Ratio Creditworthiness, also die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme, und kann das Betriebsergebnis, die Langfristigkeiten auf Null setzen. Das sehen wir hier. Hier sehen wir das Eigenkapital, hier die Bilanzsumme und hier das Verhältnis vom Eigenkapital zur Bilanzsumme. Wir sehen, dass das Eigenkapital im Jahr 2017 21,66% hatte. Den tiefsten Wert hatten wir mit 18,65% im nächsten Jahr, im Jahr 2018. Und aktuell liegen wir sogar in dem Verhältnis bei 22,78%. Wir liegen sogar höher wie im Jahr 2017, was auf alle Fälle sehr gut ist. Das heißt, das Eigenkapital wird im Verhältnis mehr erhöht wie die Gesamtverschuldung. Hier sehen wir die langen Verbindlichkeiten gegenüber dem Betriebsergebnis, Operating Income, und hier das Verhältnis. Wir sehen hier das Verhältnis von 2,10. Das heißt, wir benötigen knapp 110% mehr Betriebsergebnis, um die Langfristigkeiten auf Null zu setzen. Und im Jahr 2021 haben wir den Faktor 2,47. Das heißt, wir benötigen knapp 150% mehr Betriebsergebnis, um die Langfristigkeiten auf Null zu setzen. Den besten Wert hatten wir im Jahr 2018 mit 1,66. Da benötigen wir knapp 66% mehr Betriebsergebnis, um die Langfristigkeit auf Null zu setzen. Das heißt, wir haben uns in diesen 4 Jahren nach 2018 verschlechtert. Hier sind wir im Total Net Debt to Equity, also die Nettoverschuldung zum Eigenkapital, gesetzt. Hier sehen wir die Gesamtverschuldung, hier den Bargeldbestand, hier der Total Net Debt, hier nochmal das Total Net Debt im Verhältnis zum Eigenkapital gesetzt und hier der Faktor. Haben wir den Faktor im Jahr 2017 bei 3,38. 1 wäre, wenn das Eigenkapital die Nettoverschuldung sofort auf Null setzen kann. Hier benötigen wir auf alle Fälle 240% mehr Eigenkapital. Der Faktor wurde in diesen 5 Jahren auf 3,19 reduziert, ist auf alle Fälle sehr gut. Das heißt, das Eigenkapital wurde mehr und die Schulden wurden im Verhältnis ja weniger erhöht. Das haben wir ja vorne in der passenden Bilanz schon gesehen. Den besten Wert hatten wir sogar im Jahr 2020 und den schlechtesten Wert hatten wir im Jahr 2018, wo wieder andere Faktoren besser waren. Wenn euch die Information der Unilever Aktie bis jetzt gefällt, freue ich mich auf ein Abo. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, und das Abonnieren ist kostenlos. Nicht vergessen, einen Daumen zu geben, denn jeder Daumen ist gut für meine Arbeit und auch gut für den YouTube-Algorithmus. Und wenn ihr jemand kennt, der das Video auch ansehen möchtet, könnt ihr es gern kostenlos teilen. Hier sind wir im Wochenchart. Im Wochenchart sehen wir auf alle Fälle hier die 5144 als Widerstandszone. Unterstützungszone war damals die 4800 Great British Pence. Hier war es auch eine Widerstandszone. Die nächste Unterstützungszone, die jetzt sehr wichtig wird, ist die 3371. War hier zweimal eine Unterstützungszone, hier auch einmal Unterstützungszone, hier ging es kurz runter, wobei die nächste Woche sofort wieder drüber eröffnete und auch wieder drüber schließte, und auch die nächsten Wochen blieben drüber, bis dann eine Woche drunter ging und dann ging die nächste Kerze auch wieder runter, die nächste Woche auf die 3428, wo wir uns gerade jetzt befinden und wir jetzt in 4 Wochen, also in einem Monat, in dieser Range positiv drüber geschlossen haben über die 3428, was auf alle Fälle ein gutes Signal ist. Das heißt, wir könnten die nächsten Wochen auf die 3771 hochlaufen. Dort werden wir wahrscheinlich wieder abprallen, denn dieser Widerstand war auch eine gute Unterstützungszone und ich schätze, wir werden dann wieder runtergehen auf die 3428. Hält die 3428 nicht, sehe ich Kurse bei 384 Great British Pence aktuell. Und wann wird positiver werden? Positiver würde es erst werden, wenn wir hier hochlaufen, über diesen Höchstkurs oder an diesen Höchstkurs runtergehen, kein neues Tief mehr bilden und dann wieder hochlaufen auf die 4114. Dann haben wir wieder eine schöne 1, 2, 3. Dann könnten wir dann eine 4 bilden und dann wieder eine 5, die über die 4114 hochgeht auf diesen alten Höchstkurs. Mal schauen, ob dieses Szenario eintrifft.
Falls nicht, werden wir in dieser Range seitwärts laufen von 3721 und 3428. Und wenn wir runtergehen, sehen wir Kurse wieder von 3084. Der faire Wert werden wir dann sehen, wo der aktuell liegt bei der Unilever-Aktie. Hier sind wir in der Income Statement Cashflow-Seite, also Umsatzseite und Bargeldbestand. Wir sehen hier den Gesamtumsatz vom Jahr 2017 bis 2021 und wir sehen, der Gesamtumsatz ging rückwärts. Minus 2,37% haben wir weniger Umsatz wie im Jahr 2017. Aber wir sind wieder höher wie im Jahr 2020, wo wir hier den tiefsten Wert hatten vom Umsatz. Aber wichtig, Unilever läuft vom Umsatz her rückwärts oder sogar seitwärts. Gross Profit, der Rohertrag, wurde in diesem Zeitraum auf minus 4,5% reduziert und das Betriebsergebnis wurde um 0,73% erhöht. Also laufen wir auch seitwärts. Im Vorsteuerumsatz liegen wir aktuell 5,29% höher wie im Jahr 2017 und im Nettoumsatz liegen wir aktuell bei 0,43% höher wie im Jahr 2017. Also wir laufen auch im Nettoumsatz seitwärts. Hier sehen wir den Bargeldbestand und Free Cashflow und die Dividende pro Aktie. Wir sehen, dass das Bargeld um 6,88% höher liegt wie im Jahr 2017 und der freie Cashflow ist um 2,47% höher wie im Jahr 2017. Die Dividende wurde in diesem Zeitraum um 37,69% erhöht. Ist gut für uns Aktionäre, aber mal schauen, wie lange das noch gut geht, denn wir müssen ja auch den Umsatz steigern, dass wir auch Dividende bekommen können. Das Eigenkapital wird ja mehr. Die Schulden zwar auch, aber das Eigenkapital wird höher erhöht. Finde ich gut, aber der Umsatz müsste auch um diesen Faktor nach oben gehen. Hier sehen wir die Finanzdaten aus der Bilanz vom Jahr 2021, Abschluss 2021. Hier sehen wir den Gesamtumsatz. Der ist ungefähr mit 100% in dieser Berechnung. Rohertrag, das Betriebsergebnis. Der Rohertrag ist aktuell 42,30% und das Betriebsergebnis ist 16,47%. Das heißt, vom gesamten Umsatz bleiben noch ein Betriebsergebnis von 16,5% über. Der Nettoumsatz hat den Faktor 11,53, das heißt 11,53% bleiben über vom Gesamtumsatz und diese 6.049 werden ins Eigenkapital übertragen. Ein paar wichtige Daten, hier sehen wir das Return on Equity. Das liegt bei 35,36% aktuell. Ist auf alle Fälle ein sehr guter Wert. Aber auch das Eigenkapital könnte auch höher sein. Dann wäre dieser Wert niedriger. Das Preis-Sales-Verhältnis liegt unter 3, ist auf alle Fälle auch sehr gut. Check. Das Buchverhältnis liegt bei 6,23, ist nicht gut. Ist auf alle Fälle sehr hoch. Hier sehen wir aktuell den Buchwert pro Aktie. Ist 563 Great British Pence. Wenn das Eigenkapital das Dreifache hätte, dann liegen wir bei 1500 ungefähr, dann wäre auch das Preis-Buch-Verhältnis niedriger. Long-Term Debt-to-Equity, also die langen Verbindlichkeiten zum Eigenkapital, da haben wir den Faktor 1,25 und die Gesamtverschuldung 3,39. Benötigen auf alle Fälle knapp 240% mehr Eigenkapital, um die Gesamtverschuldungen auf Null zu setzen. Hier sehen wir aktuell den Kurs an der London Stock Exchange in England. Das Buchverhältnis haben wir schon gesehen. Hier sehen wir die Earnings per Share Trailing 12 Month. Hier sehen wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 18. Auf alle Fälle auch nicht schlecht, aber wichtig, fairer Wert. Hier sehen wir die Dividende aus der Euro-Bilanz ist 1,74. Zahlt uns sie seit 47 Jahren. Das Payout-Ratio ist ungefähr 76%. Und die Dividendenrendite ist aktuell 4,18. Hier sehen wir den fairen Wert aus Earnings per Share und Buchwert. Der liegt aktuell bei 1.572 Great British Pence und der faire Wert aus Earnings per Share Wachstum, also Nettozuwachs und Earnings per Share liegt bei 1.700 Great British Pence. Also wir liegen auf alle Fälle über den fairen Wert weit entfernt. Hier sind wir im Tageschart. Im Tageschart sehen wir auf alle Fälle, dass wir hier eine Bodenbildung haben, auch im Tageschart bei 3071. Hier wurde ein kurzer Break nach unten genommen.
mit einer Kurslücke, die hier wieder geschlossen wurde, die Kurslücke. Das auf alle Fälle sehr gut. Sie wurde sofort geschlossen. Und im Wochenchart sehen wir, dass eben eine Woche drunter war, die nächste wieder hoch, drüber. Wir sehen hier die Unterstützungszone, die mehrmals getestet wurde bei 3771, ist jetzt auf alle Fälle eine gute Widerstandszone. Hier war es die Widerstandszone. Wir sehen auch hier die nächste Range, die 3428, hier mehrmals als Widerstand, ist jetzt auf alle Fälle eine Unterstützungszone. Und jetzt müssen wir über diesen Höchstkurs hinaus, damit wir die 3721 ansteuern können und dann wieder vielleicht runtergehen auf die 3606 und dann wieder hoch auf die 3771. Wird das Szenario nicht eintreffen und wir gehen runter auf die 3428, dort könnten wir eine Bodenbildung bilden, denn dieser Bereich war ja hier eine gute Unterstützungszone aktuell. Freue mich auf eure Kommentare, wie ihr den Chart aktuell seht. Core Contraction. Dividende wurde vom Jahr 2017 bis 2021 um 7,56% erhöht. Das Eigenkapital wurde um 6,22% erhöht und der Nettoumsatz um 0,11%. Hoffe, die Information hat euch gefallen. Auf einen Daumen freue ich mich. Und hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.